Wanne müssen. Hier ist ein Kopf für dich. Die Leine. Warte. Die kann ich bestimmt nicht so aufnehmen, ne? Nee, natürlich nicht. Okay. Weg damit. Bist du da jetzt auch froh, Eliza mal kennenzulernen? Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich auch nicht. Okay, gut, kann ich nachher dann noch. Ist das hier? Egal. So, gut. Geld. Uni. Alter Schwede. Sei gegrüßt, Nina, gut für dich. Egal, wenn ich dich heilen. Nina, gut für dich. Das weiß ich doch, dass du gut für mich bist. Herzlich willkommen, Kunde. Du bist mein millionster Kunde. Der Stelle ist definitiv nicht so gut. Allein ich bin dein millionster Kunde. Wir sind doch die einzigen Kunden. Wegen uns lebt dein Geschäft einfach. Ja. Kauf schon endlich eine Waffe. Die so Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Das sind ja die. Oh, warte mal. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Oh, $821. Das. Ja, gut, das nehmen wir. Das mache ich mal. Wenn Sie dir gute Dienste leisten. Und kein Geld zurück. Naja, wie auch nicht. Ich habe mal zwei. Ich habe jetzt nochmal zwei Waffen dazu gekauft. Dazu gekauft. Und die 827 und 900. Na gut, das geht ja sogar noch. Jetzt habe ich. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, wie viel haben wir denn jetzt, Alter? Müssen wir bald um die Hälfte haben, ne? 20 mit meinem, mit du. Achso, hast du mindestens 5 Waffen? Nee, ne? Nee, ich hab 4, habe ich jetzt gerade dabei. 4 weiße. Gut, dann haben wir 24, also gut die Hälfte. Naja. Naja, aber ist das schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut, wenn man bedenkt, wir haben die Hälfte der Kapitel, die Hälfte der Waffen. Wollte ich gerade sagen, ja, das ist schon ziemlich ordentlich. Vorsicht, Eintritt ins Vakuum! Alter, ey. Ein Nebenquest sind schon geil, ne? Ja, wen? Und wen, es war die Quest auf erfolgreich und nicht so komisch wie die letzte, hä? Hier liegt ein Ding für dich. Tank. Maximal Gesundheit. Maxi. Tanktrap. Tanktrap. Wieso konnte ich mein Ding da nicht benutzen? Ach so, weil ich kein Enforcer bin. Deswegen. Ich hab ja den. Ach so, nee, okay, der ist nicht für mich. Ich glaube, das lohnt sich sogar. Einen kann ich nicht benutzen, dafür habe ich nicht die richtige Klasse. Hm. Als wäre ich im falschen Unterricht gelandet. Cool, danke. Tanktrap. Jo, kein Ding. Ich bin so gern ein Tank. Wo müssen wir überhaupt lang? Achtung, atmosphärische Atmung geeignet. Jawohl. Schon. So. Raus aus dem Puff hier. Aber das sind halt auch so endlos Klassiker, ne? Borderlands, die sind so. Ja, absolut. Auch wie so, ja, wie so, keine Ahnung, GTAs, die alten, die was machen, was nur die machen. So. In ihrem Genre natürlich in ihrem. Die Saints Row Teile würde ich immer auch nochmal gerne spielen, glaube ich. Hast du hast du das Remake vom dritten? Nee. Ist das gut? Taugt das was? Naja, es ist remastered, es gab's mal umsonst bei Epic, hast du es nicht geholt? Ich glaube nicht, ne. Aber ich hab's so geholt, okay, egal. Kannst du mir trotzdem noch holen. Ach ja, da wo ich den Bug gefixt hab, was war das nicht, dass ich da einen Bug gefixt hab? Und ich hab da irgendwie. Hä, was? Hab ich da nicht einen Bug gefixt im dritten Teil, wo wir das gespielt haben? Kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Also. Es sind eine Menge verrückte Sachen in diesen Let's Plays passiert, das weiß ich noch. Ja, es war zu geil, ey. Naja. Damit haben wir eigentlich auch immer wieder angefangen, ne? Eigentlich ist jetzt diesmal mit Borderlands anfangen. Ungewöhnlich. Wir hätten mit Saints Row anfangen müssen, einfach um die Tradition zu wahren. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber das kann man ja alles noch aufholen.
Ach ja, er ist auch komplett am Abschwimmen. Ja, halt mal. So. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, hier ist eine Kiste. Mit Munition drin. Da braucht der Muni. So. Da ist dann Raketen drin, falls du die brauchst. Oh, die nehme ich gerne. So. Oh Gott. Sehe schon kommen, wenn wir den Endboss haben, du als erstes mit der Rakete rein. Das kann passieren. Das möchte ich nicht leugnen. Was ist das denn für eine Kiste? Oh, Munition. Yay, noch mehr Muni. Cool. Meine ist ja gut, okay, aber mehr. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich spare immer so viel Munition, dass ich echt ein Problem bekomme mit Inventarmanagement, ne? Weil ich zu viel spare. Ich habe das Spiel... Ne, da geht's nicht lang. Das war die letzten Worte des Fahrers. Da geht's nicht lang. Ja, ist ja gut. Danke. Und der Wagen hat genug Strom. Er muss nicht drauf geschossen werden. Vielen Dank. Ja. Willkommen, ich bin der Fahranfänger. Oh. So kalt. Bewegung unmöglich. Ja, gegebenenfalls. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. Warte. Ey, du musst von links, von der linken Seite darauf fahren. Ja, so. Ah, oder auch nicht. Auch so. Oh. Ja, egal. Ich glaube, ich steig lieber aus. Ich wollte eh zu Fuß. Ja. Ist auch viel gesünder. Wenn man ein Auto fahren, belastet irgendwo die Umwelt. Alter, jedes Mal fällt man darauf rein. Nehmen wir an, man denkt immer, das ist ein Weg und dann ist es abschüssig. Ja gut, man könnte jetzt auch sagen, muss ja nicht so schnell fahren. Das stimmt. Aber dann wird es ja langweilig. Ich langsam fahren. Muss man sagen, das ist einfach so ein Muschis. Das ist sich Bengel. Man muss im Auto fahren ja auch nur ganz und lenken lernen, bremsen braucht man nicht. Find's aber auch schön, wie ich sag, piss dich Bengel und 2 Meter weiter steht ein Schild, piss aufs Abidon, finde ich super. Das. Aber nur mit einem S, das ist ganz wichtig. Und ja, ich weiß, die stehen überall, aber ich find's trotzdem lustig. Ah, hier kann ich schnell reisen. Die sagen nicht piss off, sondern die sagen piss off. Piss. Das ist halt ein S drin. Piss off. Das macht's noch 1000 mal lustiger, ehrlich gesagt. Heißt es eigentlich Denzel Washington oder Denzel Washington? Also Denzel eigentlich. Das Set spricht ja nicht eher wie ein aus. Also weil jeder ein anders. Set. Jeder als anders ausspricht. Denn ich habe jetzt 4 Filme oder 5 Filme mit Denzel Washington einander angeguckt. Er hat mich gefragt, ob Denzel oder Denzel. Ja, die Allmann sagen Denzel, weil das ist ja ein Z, das wird Denzel ausgesprochen. Aber eigentlich ist es ein Z. Okay. Ja. Denzel Washington. Mein Name ist Ich möchte aber nicht sterben, Claptrap, also halt ein blödes Roboter-Maul. Ach ja. Jetzt mache ich aus dir einen scheiß Toaster, Alter. Aber ich hab mal geguckt, Denzel Washington wurde nicht in Washington geboren. Aber hab ich mal interessiert. Hab ich mal gegoogelt. Meinst du, der heißt, weil er da geboren wurde? Nö, dachte, das wäre lustig. Das wäre lustig. Wir haben sie verpasst. Die Zukunft und so. Dann, als ich Tee aufsetzte, ist sie abgehauen. Mit der Hälfte meines Ersparten und meinem wow, besten Schwester. Eine von uns halt. Darum bin ich Einzelkind. Mach's gut, Schwester. Bis bald. Das ist einfach nur ein Haufen kleiner Diebe. Sie hat dir ein schickes Gewehr da gelassen. Oh, das ist aber eine fette Schrotze. Zu ordinär oder so. Die probiere ich mal aus, das könnte lustig werden. Achso, das war die fette Laserwaffe, ne? Jetzt oh, hoppala. Jetzt müssen wir nichts ist um. Jetzt gehen wir nach Outlands Spur, nichts ist umsonst und dann kann man machen, nichts ist niemals eine Option. Als ob er sich schon mit ein paar Frauen entscheiden müsste. Oh Gott, ich hasse den Kerl. Ja. Ach ja, es ist immer auch schwer, wenn man so viele Frauen hat, dann muss man entscheiden. Ja, jeder kennt's. Und muss halt auch die Namen verwechseln, das ist halt das Peinlichste, ne? Da heißt irgendwie Simone und dann sagt man, hallo Sabine und dann, schon kackt. Alter, nee, hab ich.
Ganz ehrlich, ich kann doch nicht mit mehreren Frauen fremd gehen. Ich habe so ein schönes Namensgedächtnis, das würde mich überfordern. Alter, das will mich an. Ich find schön, dass an einer potenziellen Affäre das dein größtes Problem mit der ganzen Sache ist. Nicht der ethische, moralische Standpunkt. Nein, ich bin zu blöd, mir die Namen zu merken. Am Ende nenne ich sie wie meine Saito. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Oh, ich hab hier ein besseres Schild. Und ich schaue zu blöd, das Ganze zu halten. Also, das sieht nicht gut aus hier, wenn ich das mache. Okay, lass es da sein. Ja, fantastisch. Ja, ne? Einfach nur fantastisch. Klassischer Pyrus. So, ich hab Bock, meine neue Schrot auszuprobieren. Die scheint nämlich ganz schön viel Schaden zu machen. Ja, natürlich. Aber ist ja auch gut. Ich, guck mal, ich mach's nicht aus den als falschen Gründen, aber ich mach's nicht. Also bin ich treu. Das ist auch recht doch. Die Atmosphäre hier ist seltsam. Was da wohl alles für ein Zeug reingepumpt wird. Weiß ich doch nicht. Interessiert mich doch nicht. Ich dachte, dass man davon Albträume bekommt. Also habe ich immer die Luft angehalten. Was? Heilige Scheiße, ist das Ding krass. Okay, das funktioniert. Boah, die Schrotflinte ist ja übel. Au, au. Ja, die ist toll, die Schrotflinte. Hm? Lebst doch lange damit. Ja, da kam noch einer von hinten um Mongo, hat die Fresse und heil mich. Mensch, bist du gut mit dir, Schrotflinte. Ich glaube, ich habe mich gerade selber hochgehört. Ich habe gerade nämlich einen aus der Distanz mit der scheiß Schrotflinte gekillt. Also ja, sie ist gut. Verdammte Scheiße. Beruhigen Sie sich. Na? Auch wieder ein XP, alle, die wir hier zusammenschießen und kriegen einen scheiß XP. Steckt mir doch heute den Arsch, ey. Okay, mach ich gleich. Ist ja wie bei Final Fantasy 16 hier. Wie sich die schweren Gegner gibt, halt weniger XP als den leichten besitzt. Gott, nochmal. Ach, du Scheiße. Braucht jemand Heilung? Oh Gott. Aber gut, er ist natürlich auch ein bisschen auf ausgelegt, wenn man nicht eine Mission macht, ne? Ja, klar. Was ich aber auch komisch finde, also ich könnte jetzt auf Final Fantasy 16 nicht beenden, ohne eine Nebenmission gemacht zu haben. Finde ich komisch. Das geht nicht. Das ist so unbefriedigend. Weißt du, das Core ist echt einfach, welche zu verpassen. Also Nebenmission, das ist echt ein bisschen schwierig. Ja. Vor allem, wenn man den geheimen Superboss besiegen will, da kann es echt sein, dass du was verpasst und dann nicht mehr hinkommst. Ja, aber bei 16 ist das so, da kannst du nicht verpassen. Okay. Das ist eher, also ein Rollenspiel ist es auch nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Rollenspielsystem dem Spiel mehr schadet, als es dich gut tut, weil es eigentlich eher ein Devil May Cry ist. Ja. Ja, ich weiß, es ist Final Fantasy und ich weiß auch, warum sie es eingebaut haben. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass sie es hätten sie nicht getan. Aber dann hätte sie die andere gestört, aber. Ja. Man sieht sich Arschloch. Ich stelle mich gerade an. Guten Flug, Arschloch! Guten Flug! Geh mit Gott, du gottverdammter Hurensohn! Oder was hat Bruce Willis mal? Asta Vista Baby? Was Bruce Willis? Ja, das war der Terminator, das war Arnold Schwarzenegger. Sag ich doch. Yippie, Schweinebacke. Sag ich doch. Ja, ja, stimmt. Ich kenn mich Wobei mit man Film. Das im Deutschen schon ziemlich entschärft hat, weil im Original ist es eigentlich Yippie, Motherfucker, aber naja. Okay, ich habe den nie im Original geguckt, den Film. Ich auch nicht, aber das kennt man. Ich nicht. Aber wenn ich das nicht kenne, kennt das keiner. Ja, okay. Wenn es danach gehen würde, würde ja keiner irgendwas wissen. Ja, richtig. Ja, ich kenne die wichtigen Dinge. Zum Beispiel? Weiß ich nicht, das, Das mal für den Mondschein liegen zu lassen, das ist wertvoll. Rom, die Hauptstadt von Italien ist, das weiß ich. Keine Ahnung. Berlin, das ist ja. Das ist, ich hätte dir nicht zugetraut, dass du das weißt. Das weiß ich. Bei mir mich ja, krass. Und was ist die Hauptstadt von Belgien? Weiß ich. Ja, da geht's schon los. Ich will auch nicht hinfahren. Ich will ja keinen Urlaub machen. Ich war schon da. Ich bin durchgefahren. Brüssel. Ah. Ja, ist. Ach, ganz ehrlich, Leute, ich bin ein Let's Player und ich bin ja kein Mr. Wissen to Go allgemein Wissen-Kanal, also passt schon. Ja. Ich finde schön, dass du so den ungefähren Wissensstand des allgemeinen Influencers wiedergibst. Das ist sehr, sehr, sehr akkurat, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wir sind irgendwie falsch. Ich komme durch alle Videospiele. Ich bin Gamer, also immer. Ich nehme so viel auf, dann darf ich mich dann noch mit Allgemeinwissen befassen. Ja, hast ja recht. Ich sehe das ja ein.
Ich würde meine Milliarden von Fans glücklich machen. Drei Fans. Ja, bist du Michael? 403 mittlerweile, ne, siehst du? Ja. Also Merch. Also, bist du Michael Jackson oder was? Ja. Bin gut. Mach bald auch meinen ersten Song. Um Gottes Willen. Müsste ich eigentlich. Ich zahl dir Geld dafür, wenn du ihn nicht veröffentlichst. Ich müsste eigentlich, weil sonst jeder YouTuber, wenn der irgendwie einen Abo-Zahl erreicht hat, macht einen Song. Ja, und du musst irgendein ekliges Geschenk rausbringen, das ist auch ganz wichtig. Und Bubbles probiert es. Aber weil man sagen muss, Influencer-Getränke sind nicht eklig meistens, aber die sind halt nichts Besonderes und einfach nur schweineteuer. Looking at you, Logan Paul. Piece of shit. Was? Ich hab nichts gesagt. Ich hab definitiv nicht Logan Paul beleidigt, das würde ich niemals tun. Ich werde beim Wrestling bleiben. Das kann er wenigstens halbwegs. Ich würde ein Pizza Hawaii von mir rausbringen. Was willst du? Pizza Hawaii von mir rausbringen, Alter. Einfach nur um zu träumen. Weil ich sagen muss, ne, wenn ich ein Influencer wäre und irgendein Produkt releasen würde, hätte ich mich wahrscheinlich auch für Energy entschieden. Bei meinem Energy-Konsum ist es aber wohl auch kein Wunder. Das ist definitiv schon weit über die Grenze des Gesunden hinaus. Ich trinke kaum Energy, ich fress nur Kuchen. Und du trinkst Kaffee? Und ich trinke Kaffee. Kaffee ist aber auch gesund. Ja, Kaffee ist auf jeden Fall gesünder als Energy, das muss ich leider schon zugeben. Aber ich mag einfach keinen Kaffee, ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich finde das aber gut, dass du... Also ich finde es Respekt, dass du schaffst, ohne Kaffee am Tag aufzustehen. Das könnte ich einfach nicht. Ja gut, aber dafür pfeife ich mir dann morgens halt manchmal nur Red Bull rein, so, also. Sehen aus, als ob sie einen abstechen wollen. Ja, ich könnte morgens mir keine Red Bull rein. Was ist denn nur los heute? Ich kann mir morgens keinen Kaffee reinpfeifen, aber ich kann mir auch zu keiner anderen Tageszeit einen Kaffee reinpfeifen, von daher ist es wohl irgendwie auch nicht wirklich verwunderlich. Kaffee kann ich immer trinken. Der Beste mit Verpissen, haben Sie das vielleicht schon mal in Erwägung gezogen? Verpissen ist jetzt der neueste Trend tatsächlich. Und für den Influencer empfohlen. Ich war damals schon Jahre her auf einer Klassenreise und da gab es auch Kaffee. Wo wir so eingeladen haben, irgendwie labern, da gab es Kaffee, ich habe die ganze Kaffee geleert. Ich habe da einfach den bei mir hingestellt und immer getrunken. Ich habe nur Kaffee gesoffen, ich habe nur mal zugehört, es war mir egal, was gelabert wurde. Ich habe nur Kaffee gesoffen. Gut so. Ja, da war eine Kanne voll. Danach war sie nicht mehr so voll. War jetzt halt ein bisschen egoistisch, aber egal. Ach, muss doch mal egoistisch sein. Ich hatte längere Tage keinen Kaffee mehr, da hab ich voll Bock gehabt. Oh Junge. Aha, Koffeinsucht, mit Koffein fängt's an. Und dann wird's Crack und dann wird Marihuana gespritzt, ja. Natürlich. Koffein ist eine Einstiegsdroge, Kappa. Das werde ich alles meinen Kindern weiterfärben, oder was? Och nee. Was ist? Ja, hier ein Monster. Monster Energy, der bin ich dabei, den hol ich mir. Alter, hör auf Kinder zu kriegen, ihr Mistviecher. Das sag ich meinen Nachbarn auch schon seit ein paar Jahren. Sollte ich mal leider hören die nicht auf mich. Sollte ich mal Vater werden, mein Kind tut mir jetzt schon leid. Mir auch. Tötet es, bevor es Eier legt. Mein Sohn, meine Tochter, es tut mir leid, dass du mich als Vater... Wollte ich mich mal entschuldigen? Das wird jetzt definitiv nicht besser in den Jahren. Aua! Das fürchte ich ehrlich gesagt auch. Aber du bist ja noch nicht weiter, was ist denn mit dir? Ich laber Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin gleich da. Au! Die schießen mit Raketenwerfern mit mir. Okay, das ist ein Problem. Krieg ich die mit der Pistole von hier? Oh ja, ich treffe die wirklich. Okay, dann bist du rechts, ich nehm links. Ich nehm schon links. Ja, sag ich doch. Mach ich genau so rum, wie ich halt sag. Ich mach eine Annahme gegenüber, den du nimmst. Oh, jetzt muss ich nachladen, ey. 63 Kugeln Magazin kurz vorm Ende. Okay, meiner ist kaputt. Schieß mal bei deinem noch ein bisschen mit drauf. Nice, okay. Uiuiui. Das war ein bisschen knapper, als ich es haben wollte.
Wichser da. Piss dich, Bengel. Kommen wir zur Sache. Komm. Oh Gott! Fröhliche Weihnachten! Ja, Maza, Maza! Fucker! Alter, ich liebe das, ey. Oh, ich. Ich glaube, wenn ich das so auswählen könnte, ich würde das aber ständig nehmen und durchwind. Ich würde das nie langweilig. Ist auch random, dass du das bekommst, ja, oder? Ja. Ah, schade eigentlich. Weil irgendwie auch, irgendwie auch logisch, ja, wenn ich immer vor, man würde es halt die ganze Zeit nehmen und ich kann das schon verstehen. Ja, ja, das wäre schon ein bisschen okay. Aber ich finde irgendwie, das nicht passt auch zur Weihnachtszeit. Ah, weiß ich jetzt nicht, aber. Gerührt, nicht geschüttelt. Markus Munition.